pudern uns gerade, warte. Ich bin die Mariam. Ich bin Manuel. Und wir studieren Bauingenieurwesen im Bachelor. Wir hatten, bevor die Uni gestartet hat, das erste Semester, gab es einen Mathe-Vorkurs, wo man dann sozusagen seine Mathe-Kenntnisse auffrischen konnte. Und da waren wir dann in einer Gruppe und seitdem sind wir Freunde. Also mir wurde zum Beispiel vorher auch vorgeschlagen von einer Freundin, die an der TU studiert hat, dass man in diesem Mathe-Vorkurs teilnehmen soll, weil man da auch Leute finden wird, also Freunde. Das habe ich halt gar nicht geglaubt und deswegen war ich auch überrascht, dass das wirklich der Fall war. Wer Bauingenieurwesen studiert, hat doch früher Lego gespielt. Aber die Frage ist, wer hat nicht mit Lego gespielt? Hast du viel mit Lego gespielt? Ja. Wo du klein warst? Also ich auch sehr viel. Ich kenne das halt von meinen Tanten. Schau mal, der baut jetzt schon so klein, der ist kreativ. Der baut später auch Häuser. Ja, vielleicht trifft es mir zu. Ja, aber mein Bruder und mein Cousin haben auch Lego gespielt. Das ist nicht so. Also wenn ich über Lego-Spielen rede, meine ich schon so selbst Sachen bauen mit den Legos und nicht den Baukatalog einfach nachbauen. Den großen Star Wars, keine Ahnung, was bauen, sondern den zerstören und dann damit selbst was bauen. Stimmt. Das war so mein Ding. Ja, weiß auch. Gefängnisse. Für Bauingenieurwesen muss man Mathe lieben. Ich war voll abgeschreckt am Anfang, weil ich habe halt wirklich gar keinen Bock gehabt auf Mathe. Ja, und jetzt ist Mathe-G. Es so ganz anders. Aber irgendwie während dem Studium lernt man auch Mathe besser kennen. Und das, also mittlerweile macht mir das sogar Spaß. Bei mir muss ich ehrlich sagen, trifft es schon zu. Also ich war in der Schule schon sehr Mathe begeistert, hat mir immer Spaß gemacht. Hat mir auch jetzt hier in der Uni Spaß gemacht. Also Mathe go. Bauingenieurwesen? Da studieren keine Frauen. Also immer wieder, wenn ich gefragt werde, was ich genau studiere und dann ich Bauingenieurwesen sage, dann kriege ich halt schon immer so Blicke wie, ach wirklich, du studierst Bauingenieurwesen? Da denkt man irgendwie meistens eher so Architektur oder so. Ich glaube halt, weil wie ich mich zum Beispiel anziehe, wie ich mich artikuliere oder halt, weil ich vielleicht auch eine Frau bin. Und ich muss halt sagen, im Studium bei uns gibt es deutlich weniger Frauen als Männer, aber wir sind auch da und es wird halt, glaube ich, wir sind auch da. Ich glaube, je länger unser Studium geht und desto weniger Leute im Studiengang dabei sind, fällt einem auch auf, dass schon mehr Frauen also da sind, als man eigentlich denkt. Also wir sind hier in der Meyer-Jens-Halle am Stammgelände der TU München in der Innenstadt. Das Tolle an der Halle ist, sie werden Materialien wie Holz und Stahl auf ihre Festigkeit geprüft. Dazu gibt es verschiedene Maschinen, die Materialien auf ihre Zugfestigkeit, Druckfestigkeit oder auch Biegefestigkeit prüfen können. Generell wird experimentelle Forschung hier betrieben und es gibt auch noch eine extra Halle für Beton. Die Theorie dafür lernt man zum Beispiel auch während dem Studium in einem Pflichtmodul und dann kann man das hier auch ganz nah miterleben. Und wenn man beispielsweise eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit verfasst und im Zuge der Arbeit Experimente durchführen muss, hat man auch als TUM-Student Zugang zu den Hallen. Also ganz grob würde ich sagen, dass der Bachelor anfängt mit Basics. Sprich, man fängt an mit ganz simplen Modulen wie Mathematik, Bauinformatik, Entwerfen, Konstruieren, technische Mechanik. Und je weiter man dann im Bachelor vorankommt, werden die Module immer spezifischer. Sprich, sie gehen von Werkstoffkunde dann tatsächlich in Fächer wie Holzbau, Stahlbau oder auch, wenn man sich für Wasserkonstruktion interessiert oder Verkehrstechnik, auch in die Richtungen. Ich glaube, die Tage von uns und vielleicht anderen Studenten unterscheiden sich sehr. Also man hat halt bestimmte Vorlesungen, die man nicht besuchen muss oder Übungen, also es ist nichts verpflichtend tatsächlich. Was ich eigentlich ganz entspannt finde, das nimmt ein bisschen so diesen Druck raus. Aber natürlich mit dem Risiko, dass wenn man nicht die Vorlesungen oder Übungen besucht, dann natürlich auch das wieder aufarbeiten muss. Es gibt Leute, die früh herkommen, sich in der Bib hinhocken und was machen. Kleine Pausen dazwischen, dann nach Hause fahren. Wir sind eher ein bisschen später wach und kommen auch ein bisschen später hierher. Man ist viel auf dem Unigelände, auf dem Campus. Es gibt verschiedene Lernräume, wo man sich dann mit Lerngruppen treffen kann. Wir sitzen uns dann halt beispielsweise in den Zeichensaal hin, wo es eine etwas entspanntere Atmosphäre ist und machen da was, also sowohl für uns als auch zusammen. Manchmal hat man ja bestimmte Module zusammen. Und ja, sonst, man geht auch natürlich zusammen essen, chillt mal, wenn das Wetter gut ist, draußen in der Sonne. Vor allem im Sommer vielleicht mit einem kleinen Drink auf die Wiese und lassen den Abend ausklingen. Also die Prüfungsphase ist, würde ich sagen, der anstrengendste Teil des Studiums, weil es da, sag ich mal, dann wirklich darum geht, abzuliefern.
Man ist dann schon wirklich von Montag bis Sonntag damit beschäftigt, auch zu lernen, die Sachen aufzuarbeiten, viel zu üben. Und so bereitet man sich halt auf die Prüfungen vor. Kurz vor der Klausurenphase fängt es halt bei uns schon an, dass wir uns dann früher in die Bib hocken oder in den Computerraum und dann da langsam mit der Klausurvorbereitung anfangen, weil bei uns die Klausuren etwas später anfangen als bei anderen Studiengängen. Wir sind eigentlich somit einer der letzten, die ihre Klausuren haben, und die sind dann schon tief in den Ferien. Also 3 Monate Semesterferien haben wir nicht. Es ist meistens eher 1 Monat, der noch so übrig bleibt. Dafür hat man aber ein bisschen mehr Zeit zu lernen, weil man nicht schon während der Vorlesungszeit anfangen muss, irgendwelche Prüfungen zu schreiben. Also das ist halt ein Vorteil und ein Nachteil in sich. Und es kann halt schon auch eine harte Zeit sein, vor allem im Winter, wenn man dann eigentlich wirklich nur vom Schreibtisch hockt oder am Lernen ist. Aber was halt den Ausgleich da wieder gibt, für mich auf jeden Fall, ist, dass man dann auch wieder eine Gruppe hat. Andere Leute, mit denen man sozusagen zusammen durch diese Zeit geht. Und das macht es auf jeden Fall einfacher und würde ich auch sagen, mir persönlich spart es viel Zeit, in der Gruppe zu lernen, als komplett alles alleine zu machen. Wir haben unterschiedliche Arten von Prüfungen. Es gibt halt welche in Form einer Abgabe oder in Form von Projekten, die man bauen muss. Oder halt auch die klassische Klausur, wo man hingeht und sie erstmal schreibt. Es gibt immer wieder Module, für die man sehr viel Zeit investieren muss, wo man auch schon früh im Semester anfangen muss zu lernen, weil es sich sonst einfach nicht hinhaut gegen Ende. Aber es gibt halt auch Module, wo ja, man eigentlich so kurz vor knapp halt auch erst anfangen kann mit der Klausurvorbereitung und das dann halt gut laufen wird oder sehr gut laufen wird. Manche Klausuren machen auch echt Spaß, sich dafür vorzubereiten. Was ganz Cooles, was jedem von uns gefallen hat, ist das Modul Entwerfen, Konstruieren 2. Das ist im zweiten Semester, das belegt auch jeder. Und da darf man eine Brücke bauen. Das Projekt heißt Brücke aus der Box. Und dann kann man eine Brücke entwerfen, planen und dann auch in Miniaturform bauen. Also das Coole ist auf jeden Fall, dass der Professor halt einfach jede Brücke selbstständig prüft, indem er auch wirklich drüber läuft. Das ist ein Teil von der TU und ich glaube, das ist so ein Highlight des Semesters eigentlich für jeden. Und macht auch echt Spaß. Ja. Jetzt nach dem Studium im Bauingenieurswesen muss ich sagen, betrachte ich nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität, das Tragwerk, wie funktioniert das? Und da muss ich dann zum Beispiel bei einer Brücke sagen, die sieht nicht nur cool aus, die ist auch stabil. Zum Beispiel eine Ampel oder wo der Sicherheitsstreifen ist, wenn man stehen bleibt, da stecken so viele Rechnungen dahinter, so viele Gedanken dahinter. Ich finde das so krass, weil man läuft halt über die Straße und denkt sich so, okay, eine Ampel, okay, die ist grün, okay, jetzt laufe ich, hier ist der Strich, da darf ich nicht drüber. Möglich sitzen Leute und die rechnen das stundenlang und überlegen sich, wo der genau gesetzt wird, wie die Ampel schaltet, welche Ampel überhaupt zuerst schaltet, wer zuerst fahren darf. Das sind alles so Sachen, da denkt man gar nicht so drüber nach, wie das funktioniert. Und also ich finde das sehr faszinierend und das interessiert mich auch sehr, sehr. Ich bin jemand, der auch sehr daran interessiert ist, grüner zu leben. Und am Anfang dachte ich mir auch so, okay, ist dieser Studiengang vereinbar mit so meinen Interessen und meiner Moral auch? Und ich finde, das trifft es echt gut. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass es ein großes Thema ist an der TUM. Tatsächlich in verschiedensten Modulen, sei es Holzbau, sei es Entwerfen, Konstruieren oder ein Nebenfach, was ich jetzt auch gewählt habe, nachhaltiges Bauen. Das spielt für uns alle eine Rolle und ich glaube, unsere Generation setzt sich da schon für einen sehr großen Teil schon dafür ein. Deswegen arbeitet man auch dran und wird uns auch beigebracht, wie man in der Zukunft grüner bauen kann, wie man nachhaltiger bauen kann. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass die TUM sehr multikulti ist. Das hat mich schon überrascht. Also wir haben wirklich Studenten oder Kommilitonen aus allen Ländern der Welt. Ja, das finde ich echt cool. Also ich war überrascht über mich selber, muss ich ehrlich sagen, weil während dem Studium lernt man halt wirklich, sich Pläne zu machen, Zeitpläne zu machen, wann man was macht, wie man seinen Alltag strukturiert. Und auch so meine innere Motivation extrem gesteigert habe, sprich über mich selbst, würde ich schon sagen, hinausgewachsen bin. Und mir auch sehr gut neue oder bislang fremde Themen aneignen kann. Das ist auf jeden Fall ein Skill, den ich jetzt über die Zeit hier in der TUM gelernt habe. Es war schon hart am Anfang zu sehen, dass viele Leute die GPU-Prüfungen nicht gepackt haben.
weil man selber sich halt denkt, okay, ich komme in diesen Studiengang, ich schreibe halt meine Prüfungen und dann komme ich halt durch. Und das ist halt nicht der Fall. Man muss intensiv am Anfang sich vorbereiten, damit man das überhaupt schafft. Und das ist man halt, wie gesagt, auch nicht von der Schule gewöhnt. Das war halt so meine erste große Herausforderung. Ich hatte also schon Angst, dass ich das nicht schaffe, weil ich mir dann dachte, okay, was mache ich da? Aber ich habe es gepackt und während dem Studium gibt es natürlich auch weitere Herausforderungen. Also die Prüfungen sind auch nicht ganz ohne. Man muss für jede Prüfung was machen, egal ob man sie als einfach einschätzt oder nicht. Projekte hat man auch abzugeben, irgendwelche Abgaben, die dann während dem Semester auch sind, die sich dann mit anderen überschneiden. Dann wird halt auch von einem erwartet, dass man an zwei Abgaben gleichzeitig arbeiten kann oder dass man an zwei Prüfungen gleichzeitig lernen kann. Ein gewisser Anspruch wird schon gefordert und das finde ich auch komplett okay. Man lernt ja auch selber sich dann kennen und weiß dann, wie man alles organisiert und dann auch das schafft man. Ich selber bin aus München und habe dann auch überlegt, okay, ich möchte Richtung Bauingenieurswesen gehen. Habe mich umgeschaut und natürlich war die Idee, auszuziehen oder aus München rauszugehen, super toll. Aber warum aus München gehen, wenn man eigentlich eine Exzellenz-Uni vor der Haustür hat? Also die TUM ist halt schon ein Name, den man kennt. Das habe ich auch schon in der Schule gekannt und ich habe auch sehr viele Bekannte, die an der TUM waren. Auch Bekannte von mir, die im Ausland leben, die extra hergekommen sind, um an der TUM zu studieren. Also es ist halt schon eine sehr renommierte Uni und die bietet halt auch was. Tatsächlich erinnere ich mich noch richtig gut an die Vorlesung in der technischen Mechanik beim Professor Müller. Und zwar war das im ersten Semester. Und das war ganz zu Anfang des Studiums und da hat er uns so einen Chart gezeigt von allen Ingenieuren, also von allen Ingenieursrichtungen und wie gefragt die auf dem Arbeitsmarkt sind. Und das Coole oder was mir sehr krass in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Bauingenieure extrem gefragt sind und eine extrem hohe Nachfrage besteht. Dementsprechend würde ich sagen, auf dem Arbeitsmarkt. Schon sehr gefragt. Wir bauen ja nicht nur, wir sanieren ja auch zum Beispiel oder modernisieren ja auch Gebäude und das wird ja immer gebraucht. Das wird ja immer entweder gebaut oder saniert oder modernisiert und dann ist immer die Nachfrage da. Am Anfang sollte man sich nicht stressen, weil das ist so das Erste, was man macht. Und das habe ich auch gemacht und ich war komplett hilflos und dachte mir, ich schaffe das gar nicht allein für die Kurse anzumelden. Aber mit der Zeit lernt man das auch alles richtig gut kennen. Das macht man mittlerweile mit zwei Mausklicks und man lernt das auch beispielsweise durch Veranstaltungen, die TUM am Anfang anbietet. Also da gibt es eine Fülle an Informationen, die man am Anfang bekommt, die einen auch unterstützen, weil die Uni ist ja auch nachsichtig, man kommt von der Schule und da ist man was ganz anderes gewöhnt. Das ist halt mehr so eigenständig an der Universität und ich bin jetzt im sechsten Semester und das habe ich halt nach dem ersten Semester schon rausbekommen und mittlerweile funktioniert das auch alles super.